Wo waren Sie heute Nacht? Letzte Nacht? Von 12 bis 13 Uhr? Das verrate ich Ihnen nicht. Gut, willkommen zu 7 Days. Herzlich willkommen. Viel Spaß. Let's go. Ich sage nichts, sondern meinen Anwalt. Gut. Wir sind Tag 6. Wir sind 3 Uhr morgens. Was machen wir jetzt? Ich will nicht Tag 6 sein. Doch, wir sind Tag 6, weil morgen ist Tag 7. Ui. Warum laufe ich da eigentlich mit der Taschenlampe hinterher? Weiß ich nicht. Disco, 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 Disco. Ah, zum Glück wird es gleich wieder hell. Was wollten wir denn machen? Ich habe überhaupt keinen Plan. Wir waren umgezogen, glaube ich. Oder hatten wir noch was drüben? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Ach, ich gehe looten. Aua! Ja, ich überlege schon gerade, wie wir das machen. Eigentlich bräuchten wir ja den Wehrgang da oben, sonst haben wir jetzt zum Looten und echt ein Problem. Gut, dann gehe ich ein paar Bäume wegnageln, dass wir zumindest was aus Holz machen können, oder? Ja, ist gut, dann helfe ich. Wo ist denn der Ausgang hier schon wieder? Wir waren genau auf der falschen Seite wieder, ne? Das ist typisch. Hallo, guten Tag. Guten Tag. So, auf geht's. Bäume. Bäume. Timba! Du hast nicht genügend Ausdauer. Ich muss mal kurz was nachgucken. Oh. Muss ich dann mit so einem Holzrahmenblock machen? Ja, ich glaube schon. Ja, bestimmt. Warum laufe ich eigentlich so langsam? Bist du überladen? Nee. Ich bin übrigens infiziert, ne? Ich werde ja sterben. Ach stimmt, da war ja was. Wir brauchten eigentlich auch noch Honig für dich. Nee, für Honig ist schon zu spät. Ein Verband bräuchte ich eigentlich auch. Ja, wollen wir mal vielleicht eins der Häuser angucken, ob vielleicht Antibiotika für dich noch finden? Ah, ne, irgendjemand sollte schon am Wehrgang arbeiten. Ja, gut. Oh, hier hat's einen Pool. Oh, moin Junge. Tagchen. Wen hast du aufgeweckt? Welchen? Oh, hui. Nee, ich hab gefragt, wen hast du aufgeweckt? Noch gar keinen. Ich hab's mal geschafft, mal zu sneaken, weißt du? Ja, gut. Weißt, dass das echt selten bei mir vorkommt, dass es klappt. Ja. Ich sag nur Dishonored. Ja, das muss ich noch fertig spielen. Ja, dann let's go. Ja, vielleicht mach ich vielleicht diese Woche mal noch so ein Streamchen bei mir, hm? Also bei euch war es dann schon, aber. Mal gucken mal, wieso irgendwann mal so ein kleines Streamchen mal wieder machen. Da ist schon wieder lustig. Gut. Oh, wir haben hier überall Eisen, ne? Das muss ich mal aufschreiben. Was willst du denn? Ja, du bleibst an deinem Zaun, das ist gut. Ich hack hier nur Holz, alles gut. Oh wow, ich habe ein letztes Glas gefunden. Du bist so gut. Ich bin reich. Ja, 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 ja. Holz, 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 Holz. Dann mache ich schon mal ein paar Blöcke. Mein Holz. Oh. Ja. Ich probiere mal aus, wie das überhaupt geht mit dem. Ich verkloppe dabei noch ein paar Bäume. Das ist doch Wolf, Holzplatte, das passt. Okay. Uncool. Hund, geh weg. Du siehst mich nicht. Geh weg. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Du siehst mich nicht. Bleib schön da, wo du bist. Ja, genau. Geh deine Wege. Das ist toll.
Wo ist da noch ein Baum? Da ist noch ein Baum. Wenn du sagst, ist okay, dann ich nagel eine Weile weiter, ne? Also das ist, Ja, ich glaube aber, wir haben genug. Ich habe jetzt noch 1300 Holz. Das ist gut, dann haben wir noch was fürs Feuer. Gut. Ah, machen wir S100. Ja. Wir haben noch eine neue Mod drauf gemacht, ne? Ja. So, damit wir hier, also kurze Info, wir haben noch zwei neue Mods drauf gemacht. Einmal, dass wir die Gegner, die Health Bar sehen, und das zweite waren irgendwelche neuen Autos, ne? Ja. Kann das sein, dass die Flussrichtung vom Wasser verändert hat? Nee. Also bei mir fließt hier gerade das Wasser am Berg hoch. Das dürfte eigentlich nicht sein. Oh nein, das ist aber doof. Da muss ich das wegmachen. Ist Early Access, ne? Also. Da kann sowas schon mal passieren nach 8 Jahren. Ja, ne? Ja, aber ohne Witz. Das fließt ja alles nach oben. Das ist Wunderwasser, Jan. Wunderwasser. Lass es mich trinken. Oh, auf dem Kinderspielplatz ist auch hier Party. Ist ein Kindergeburtstag? Ja, aber es sind die Muttis, die hier durchdrehen. Oh. Aber ja, das ja, ist doch immer wahrscheinlich, so. Ja, wahrscheinlich habe ich Justin falsch angeguckt. Ja, richtig. Kannst du nur. Ja, und ich habe wahrscheinlich wieder keine Ausdauer mehr und habe jetzt wahrscheinlich gleich extrem gelitten. Oi. So, das war Mutti. Eitrige Leiche. Oh, ich bin infiziert. Yay. Oh, Gratulation. Willkommen im Club. So. Ja gut, ich bin dann, glaube ich, gleich tot. Das wäre aber nicht so gut. Sieben, fünf, vier, drei. Na, reicht's noch? Reicht's noch? Okay, ich blute nicht mehr und habe noch 12 Leben übrig. Oh. Ja, ich versuche hier gerade den Wehrgang. Okay. Die Kette zu kriegen. Ich komme, glaube ich, mal wieder zurück. Also, ich bin infiziert, mein Bein ist gebrochen, meine Knochen sind gebrochen und ich habe irgendwas mit der Hand. Ja, ja, schon Schürfwunde wahrscheinlich, die habe ich auch. Du kannst so, das, wenn du in dein Charakterfenster gehst, kannst du genau sehen, was du hast. Echt? Okay. Charakter, Schrammen und blaue Flecken, aha, Schürfwunde, verstauchtes Bein, tiefe Schnittwunde, eine leichte Infektion. Ja, nein, ich will mit dir nicht spielen. Tschüss. Bleib mal da, wo du bist. Ich bin eigentlich so gut wie tot. Das willst du nicht. Ich will zumindest, wenn, dann in der Nähe von uns von der Heimatbasis sterben. Oh, Messing. Toll. Okay. Ich mache hier ganz spannend den Stacheldraht kaputt. Das ist sehr schön. Ich habe, ich schleiche mal nach zurück, weil ich weiß nicht, wie schnell ich jetzt hier am Abnippeln bin. Ich bin jetzt bei 1%. Na gut. Das dauert eine Weile. Es geht schön langsam. Okay, das heißt aber, ich hätte aber die Chance, wenn ich jetzt noch irgendwo hier reinlaufe, vielleicht da Antibiotika zu finden. Ja, oder Honig. Ja. Ja, dann. Wenn ich schon sterbe, dann soll es wenigstens einen Sinn haben. Okay, finde ich gut. Sonst muss ich hier diesen Stein verkloppen. So. Hat er 2 Schaden gekriegt. Boah. Ja, gell? Ist hier nochmal drin? Nö. Ich
werde ja vor dem Blutmond immer richtig nervös. Ach, sowas. Mhm. Oh, ich habe Ollis gefunden. Gratulation. Ja, Dietriche. Komm, der war gut. Hahaha. Entschuldigung. Was? Ach du Kacke, du brennst ja, Kollege. Der glimmt noch. Ja, soll's geben. Ich mach da mal die Tür wieder zu. Geh mal weg. Also ich müsste jetzt eigentlich was essen oder so, aber das lohnt sich doch eigentlich gar nicht mehr. Aber eigentlich wäre es ja besser, wenn ich ja sowieso mich mit dem Zombie anlege, dabei sterbe und dann wache ich ja eh wieder gesund auf, oder? Ja. Ja, gut. Da liegt auch noch einer. So, wo ist unser Zuhause? Das ist da. Das heißt, ich bin gar nicht mal so weit weg. So, hätte ich das direkt machen sollen, ich Trottle. Ja, egal, mache ich bei den anderen. Und dann machen wir. Da ist doch ein Loch drin, da kann ich doch durchstopfen. Au, au, geh weg. Der hat wieder Gummiarme. Ach ja, die berühmten Gummiarme. Aber ich habe auch irgendwie eine mega weite Dingens hier. Ja. Hm, guck mal. Das klingt immer so lustig. So. Aber vielleicht gibt es hier drin Antibiotika für uns. Vielleicht. Ich hätte gerne mal irgendwann eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke. Ja, eine Spitzhacke. Hacke. Vielleicht haben wir dann irgendwann auch Geschossspitzen. Oh, das wäre ja ein Träumchen. Bist du? Kaputt bist du jetzt. Ist dann genauso schön wie der Gebietsschutzblock, den ich hier gesetzt habe. Das ist auch ein sehr schönes Wort. Oh, wow, lila Schuhe. Hey, toll. Cool. Dinge, die ich brauche. Nicht. Jeder Mensch braucht lilane Schuhe. Nein. Oh, das ist gar nicht so einfach mit dem Anvisieren. Oh. Hier ist ein. Ach, Nahrungsstapel, schade. Wow, ein Wassernahrungsstapel. Hey, wow. Nichts drin. Okay, das ist so ein bisschen Antibiotika. Irgendwas habt ihr doch hier bestimmt liegen lassen. Irgendwo. Oh nein, das war die Leiter. Was war das denn? Warum? Weiß ich nicht, warum. Ich bin hochgehüpft und einfach umgefallen. Hä? Was? Gut, aber ich bin zumindest nicht mehr krank. Ich will doch nur die Leiter da drauf setzen. Hat einen gewissen Vorteil. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Hier. Ich gehe aber mein Ding jetzt wieder suchen. Mach das. Rucksack, da. Ich war bei John's Ham Radios. Frag mich nur, was Ham, also eine Fleischspeise, mit Radios zu tun hat. Ach, da drüben bist du. Ja.
Gut, vielleicht hat man mit den Radios die Fleischspeisen zubereitet. Weiß man's? Ne? Das ist ja alles möglich. Oh, wo tue ich mir denn hier gerade weh? Oh, ist auch egal. So. Sag mal. Da ist auch nichts drin. Hey, Kollege hier. Schön hier bleiben. Oh, kann ich da nicht draufstehen? Oh, wie behindert. Oh nein, ist das auf der anderen Seite auch? Was denn? Ich habe ja über dem Stacheldraht gebaut und jetzt kann ich auf den äußeren Dinger nicht laufen. Nee, oh, wie kacke. Ach so. Das ist ja... Das ist aber richtig Mist jetzt. Dann muss ich die leider wegklopfen. Doof. Oh, wow, ich habe einen Laserpointer gefunden. Hä? Ach, so eine Waffenmod. Ja. Ach so, das ist das Feuer gewesen, was mich da weggelutzt hat. Ja, stimmt. Also auf glühendem Dingens stehen bleiben ist vielleicht keine gute Idee. Mhm, klingt irgendwie so. Du hast nicht genug Ausdauer. Trink und iss was, ja. Mein Kind. Ist es nicht immer so. Ja, ich weiß, in dem Spiel hat man immer Hunger und Durst. Ja. Und zu wenig Ausdauer. Ja. Wenn ich jetzt hier außen lang gehe, das ist bestimmt eine total gute Idee. Dann wäre ich auch hier wieder reingekommen. Wow, hey. Wie komme ich denn nach da hinten? Wie komme ich denn bitte da hoch? Fliegen. Aha. Huch, ein Rucksack. 3 leere Gläser. Wow. Dieser Rucksack ist, Sagst du, bester Rucksack ever? Ja, Mann, das ist... Nahrungsmittel. Was habe ich hier? Einen Goldrutentee und einmal Erbsen. Naja, immerhin. Was nicht genug Ausdauer. Aber wie komme ich jetzt nach da drüben, verdammt? Oh, Level up. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Aber wie soll das gehen? Oder muss ich mich tatsächlich hier hochbauen? Ich weiß nicht. Kann das sein? Mach mal... Nee, so viele mache ich nicht. Ich mach mal 10. Autsch, so. Ja, ist ja gut. Ich sterbe hier noch an unserem eigenen Stacheldraht. Oh, willkommen in meiner Welt. Mhm. So, das müsste eigentlich funktionieren. Doof, dass ich das jetzt alles wegmachen muss. Was war das? Hörst du Dinge, Jan? Ja, ich höre, wie hier irgendwas kaputt geht, aber... Ich, Ja, ich mache immer noch den Draht hier weg, ne? Vielleicht hörst du mich. Achso, das könnte natürlich auch sein. Ey, mach die Kiste auf. Oh, wow, Sandwiches. Altes Sandwich. So, jetzt muss ich bestimmt hier oben... Dein Bein ist verstaucht. Ja, ganz toll. Oh nein. Super hast du's gemacht, Jan. Super hast du's gemacht, Buh. So kennen wir das.
So, dann ist das auf der Seite erledigt. Ach, das Ding ist weggefallen. Na gut. So, das war die Shamway-Kiste. Ja, bei mir gibt es jetzt leider gar nichts Spannendes zu sehen, aber das gehört irgendwie auch mit zum Spiel. Ja. Ja gut, ich bin ja einfach mal looten gegangen, ne? Das war vielleicht jetzt... Vielleicht nicht unbedingt die fairste Aktion, aber ey. Ich versuche hier gerade hochzukommen irgendwie. Es ist bestimmt gerade spannend zu sehen, wie ich mich hier anstelle. Oh, das glaube ich auch. Diese Last Throttle. Hey, ich bin ganz oben. Gratulation. Und es hat mir genau nichts gebracht. Doch, ein Vogelnest. Wow. Hier ist ein Funksender-Mast-Gedöns. Aha. Kann man abbauen. Nee, das will ich nicht. Ich will dich noch. So, und ansonsten? Ob ich hier den Funkmast abreiten? Nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Gut. Oh, was liegt denn da noch? Eine Waffentasche. Schön. Totengräber, Pfeile, Pfeile. Ich bin überladen. Oh, schön. Also ich komme jetzt mal zurück, weil ich bin voll. Mach das, mach das. So, dann gehen wir hier runter. So. Dann gehen wir mal hier runter, ne? Komm da mal wieder. Ja, hopp, hopp. Ich habe aber tatsächlich nichts gefunden, ne, für dich. So gar kein Antibiotika oder so. Ja, ich werde einfach daran krepieren und gut ist. Am besten in unserer Base, nicht. Dann habe ich meine Sachen direkt wieder. Ja, aber ich werde neu geboren. Ich werde neu geboren. Oh. Wiedergeburt. Jetzt neu in 7 Days to Die. Ja, genau. Uff, dauert das lange. Schumm dann mal nach Hause. Verklopst du den Stacheldraht? Ja, aber nur die oberste Reihe. Oberste Reihe? Ach, die. Okay. Das habe ich schon gesagt, was? Dass wir bei 24 Minuten sind. Ui! Das ist ja ein Ding. Aber dann könnten wir den Stacheldraht einfach zwischen den Aufnahmen jetzt wegmachen und uns dann frisch und fröhlich zurückmelden, wenn wir damit fertig sind. Das klingt nach einer... Das ist unglaublich, das ist eine verdammt gute Idee. Verrückt, was? Wo hast du diese Idee denn her? Warte mal. Das müsste dann doch auch Schaden machen. Ja, macht es. Wusste ich. Na gut. Warte einen kurzen Moment. Ich komme kurz wieder in das Gefängnis herein. Ich warte. Direkt an der Tür. Ich mache mal diese U-Boot-Tür hier auf. Hallo. Hallo. Mach mal hier die Tür zu. Ey. So. Und jetzt sage ich dir einen schönen Abend noch und vielen Dank für die Zuschauer oder eine schöne Tage oder eine schöne Nacht. Und bis zur nächsten Folge. Bye bye.